Hausgemeinschaften, Belegschaften von Firmen und so weiter, die dann da eben verordnet jubeln mussten, ne, mit Bingo-Objekt. Fähnchen gab es ja nicht, das Bingo-Objekt. Ja, wenn wir jetzt hier um die Ecke kommen, dann sehen wir schon das Haus des Lehrers hier mit dieser typisch sozialistischen Kunst hier, mit diesen Mosaiken hier links. Dahinter mit der kleineren Kuppel, das ist dann gleich die alte Kongress. Gerade die S-Bahn, denn der Bahnhof Alexanderplatz ist ja auch ein großer Umsteigebahnhof. Da gibt es diverse S-Bahn-Linien, aber auch die U-Bahn im Untergrund, die zurzeit einige Probleme hat. Und zwar wegen einiger Neubauten hier im Umfeld, da gab es wohl Probleme mit Absackung des Tunnels. Da muss also jetzt noch dran gearbeitet werden, deshalb haben wir ja zurzeit Pendelverkehr. Subatnika! Hi Manu. Ja, und dann werden wir gleich feststellen, dass die Straße vor uns sich ganz schön verändert hat. Die wurde hier nach rechts rüber verschwenkt im weiteren Verlauf. Das ist dann die B1. Die Bundesstraße. Und man möchte nämlich ein neues Baufeld dadurch erzielen, sodass dann auf der nächsten großen Kreuzung dann linke Seite, wenn wir sehen, da ist dann also ein Feld entstanden, wo das vorher ein Parkplatz und eine Mittelinsel war. Das soll dann alles neu gebaut werden in Zukunft. Das wird natürlich alles noch ein paar Jahre dauern, bis das dann fertiggestellt sein wird. Ja, der ICE hier oben ist jetzt gerade weiter unterwegs dann zum sogenannten Ostbahnhof. An dem kommen wir nachher noch vorbei. Hier und nehmen wir an der Tour, wenn wir uns die bemalte Mauer anschauen, die East Side Gallery ist da in unmittelbarer Nähe. Ja, da kann man natürlich rechts schon sehr schön Richtung Fernsehturm schauen. Das ist ja das Höchste, was Deutschland zu bieten hat. Und als man den gebaut hat in den 60er Jahren, da war man natürlich sehr stolz drauf und wollte nach Möglichkeit, dass jeder DDR-Bürger sich die Höhe merken konnte. Und da hat man das so hoch gebaut wie die Tage des Jahres, also 365 Meter. Das stimmt jetzt allerdings nicht mehr so ganz, denn mittlerweile haben wir ja einen neuen Sendemast, der wurde saniert. Und so sind es jetzt 368 Meter. Ja, und jetzt sieht man hier links eben, wie viel Platz da jetzt geschaffen wird. Ganz neue Straßenführung. Und auf der linken Seite, das wird dann später alles gemacht. Ja, aber du nimmst mir nach. Ja, direkt vor uns, das ist jetzt schon der Blick auf die Doppeltürme der Nikolaikirche. Das Nikolaiviertel, das ist auf jeden Fall ein Spaziergang wert. Wer das noch nicht kennt, sollte sich die Zeit mal nehmen und vielleicht so im Laufe des heutigen Nachmittags hier mal einen Bummel machen. Dieses Nikolaiviertel ist eine Fußgängerzone mit Kopfsteinpflaster, mit Gaslaternen, so nachgebildete Zunftschilder. Also man erinnert so ein bisschen an die Zeit, wie das vor vielleicht 200 bis 300 Jahren hier in Berlin aussah. Und das alles war gemacht worden für die 750-Jahr-Feier. Das war 1987, da haben wir noch getrennt in beiden Teilen der Stadt gefeiert. Ja, und hier auf ehemals Ostberliner Seite, da konnte man halt so richtig Historisches bieten. Das ist also hier vor uns wirklich das Gelände, aus dem die Stadt hervorgegangen ist. Da haben sich nämlich die ersten Kaufleute angesiedelt. Und das war so nach Man hatte sich damals einen Ort ausgewählt hier für die Neugründung, wo es wirklich eine gute Anbindung gab in zwei Richtungen, also der Kreuzung von Landweg und Wasserweg. Wasserweg war also die Spree mit Verbindung über Havel und Elbe bis nach Hamburg. Und der Landweg war die Reichsstraße 1, wie sie später genannt wurde, heutige Bundesstraße 1. Und die ging ja früher mal ganz früh von Aachen bis nach Königsberg. War die Verbindung zwischen den Gründungsstädten der Preußen. Ja, hier auf der rechten Seite, das Bauwerk ist natürlich schon das Rote Rathaus. Hier hat ja unsere regierende Bürgermeisterin ihr Büro. Das ist seit einem Jahr jetzt Franziska Giffey. Wir werden demnächst entscheiden, ob sie das auch in Zukunft bleiben wird, denn wir müssen neu wählen in Berlin. Es gab ja da so einige Unregelmäßigkeiten. Es gibt Neuwahlen am 12. Februar. Dann wird sich entscheiden, wie das Berliner Abgeordneten in Zukunft zusammensetzen. Wer der Bürgermeister oder Bürgermeisterin sein wird.
Ja, auf der rechten Seite, da sehen wir jetzt so den historischen Teil vom Alexanderplatz. Da ist die Marienkirche jetzt als nächstes zu sehen. Diese Marienkirche geht auch zurück bis aufs 13. Jahrhundert. Das ist alles mittelalterlich. Und in der Mitte der Neptunbrunnen, naja, der ist natürlich jetzt im Winter nicht angeschaltet. Ja, und hier vorne jetzt das zweite Gebäude, was wir gleich sehen werden. Das ist das Haus, wo diese Aquadom geplatzt ist. Ihr habt das sicher alle in den Nachrichten gehört. Dieses Riesenaquarium, ja, dabei kamen 1500 Fische ums Leben, zwei Menschen wurden leicht verletzt. Es ist glücklicherweise nicht mehr passiert und das war wirklich nur der Uhrzeit geschuldet, als das passierte. Die Hotelgäste lagen alle in ihren Betten und es waren nur zwei Personen in der Hotelhalle anwesend. Und das hier rechts wird natürlich irgendwie alles wieder hergerichtet. Das Gebäude kann gerettet werden. Es ist nicht, also muss nicht abgerissen werden. Die Unterachter geben statisches Video. Okay. Ja, hier links ist jetzt schon der Wiederaufbau des Stadtschlosses mit Namen Humboldt-Forum, wie wir hier an der modernen Front sehen können. Wie leise. Man kann hier links sehr schön auch durchlaufen rund um die Uhr durch die beiden Innenhöfe. Die sind an zwei oder an drei Seiten nach historischen Formen zurückgekehrt. Also das ist wirklich ganz attraktiv gestaltet. Das Innere ist natürlich ein modernes Gebäude mit Museen, unter anderem mit dem Ethnologischen Museum, dem Thema Asien. Es gibt aber auch eine Berlin-Ausstellung. Wir haben das Humboldt-Laboratorium dort zu bieten mit Multimedia-Ausstellung. Also alles in allem recht interessant gemacht. Und man kann auch in den Keller sich die alten Fundamente anschauen oder auch oben aufs Dach. Da gibt es sogar Gastronomie und natürlich den schönen Ausblick. Ja, wenn wir jetzt nochmal nach rechts schauen, sehen wir, das ist der Lustgarten. Und dann rechts das alte Museum, ein Bauwerk von Karl Friedrich Schinkel. Das war 1830 das erste Museum der sogenannten Museumsinsel. Und wenn man jetzt noch mal so weit ein paar Meter zum Markhof dreht, nochmal zurückschaut, rechts neben uns, das ist der Berliner Dom. Der sollte ja zusammen mit dem Stadtschloss eigentlich auch gesprengt werden Anfang der 50er. Aber da hat man sich dann möglicherweise doch anders entschieden. Der Dom als Hofkirche der Hohenzollern galt ja auch zu sehr Symbol als des Preußentums, aber blieb dann stehen und so ist er erhalten und man kann dort sich umschauen. Das kostet allerdings Eintritt, wenn man den Dom anschauen möchte. Der ist aber auch innen wunderschön mit tollen Mosaiken und alles in Weißgold gehalten. Und man kann unten in die Hohenzollern-Gruft mit über 90 Sargophagen. Ja, jetzt fahren wir über den Kuppelraum der Spree. Und hier sind wir jetzt unter den Linden angekommen. Das ist natürlich schon einer der Höhepunkte der Rundfahrt. Hier auf der linken Seite haben wir das Haus des Stadtkommandanten zurückgeholt, dank der Bertelsmann-Stiftung. Daneben dann links Kronprinzen- und Prinzessinnenpalais. Ja, und rechts, das ist das älteste Gebäude der Straße, das Zeughaus gewesen. Das heißt, hier war das Kriegswaffenarsenal. Heute ist es das Deutsche Historische Museum. Und gleich dahinter, rechte Seite, kommt ein weiteres Werk von Schinkel, nämlich die neue Wache. Das ist heutzutage das Bundesehrenmal. Also Staatsgäste legen dort auch Grenzen nieder, zur Erinnerung an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Es geht dann rechte Seite weiter mit der Humboldt-Universität. Das war ursprünglich ein Geschenk Friedrich des Großen an seinen jüngeren Bruder Prinz Heinrich, nämlich zu dessen Hochzeit. Das war also eigentlich ein Wohnhaus. Und hier auf der linken Seite, wenn wir jetzt zur anderen Seite rüber schauen, das ist die ehemalige Hofoper Friedrichs des Großen. Das ist heute die Staatsoper. Vorne links dann als nächstes die leicht geschwungene Fassade, wo auch nochmal Humboldt-Universität dran steht. Das ist die juristische Fakultät. Und das war damals die Bibliothek Friedrichs des Großen. Die Quergebäude dann hinten links, die sind ja jüngeren Datums, aber eigentlich ganz gut angepasst. Dazu gehört auch das Hotel de Rome, das ist auch nochmal so ein Fünf-Sterne-Hotel, oben mit einem sehr schönen Dachgarten. Das wird natürlich im Sommer sehr gerne besucht. Ja, wenn wir jetzt langsam weiterrollen, dann wird hinter der Oper auch noch die Hedwigskathedrale auftauchen. Das war die erste katholische Kirche von Berlin, die ein bisschen ans römische Pantheon erinnert von der Form her. Ja, und ihm hier vor uns haben wir das alles zu verdanken. Friedrich der Große, der berühmte alte Fritz, wie er später auch genannt wurde. 46 Jahre lang war er preußischer König. Und hier ist er auf seinem Lieblingspferd Condé dargestellt.
Na, er hatte das alles machen lassen, so zwischen 1770 und 1780. Da geht es dann so historisch nicht mehr weiter. Haben natürlich auch jetzt einige Gebäude, die zwar so ein bisschen daran erinnern, aber sehr viel jünger sind, so wie hier rechts die Staatsbibliothek. Die ist erst vor dem Ersten Weltkrieg 1911 erbaut worden. Davon ist jetzt relativ neu das Bud Spencer Museum. Sowas gibt es jetzt hier auch. Und dann kommen wir zur nächsten Kreuzung. Die war früher mal ganz berühmt, vor 100 Jahren, in den Zeiten der goldenen 20er Jahre. Da war sie bekannt als die Kreuzung der Kaffeehäuser. Hier gab es das Stammhaus von Kaffee Kanzler, Kaffee Bauer und Kaffee Victoria. Leider sieht das heute hier ganz anders aus. Ja, die Straße rechts und links jetzt abgeht, ist die Friedrichstraße. Und die wird ab Montag wohl wieder gesperrt werden. Also heute könnte man theoretisch nochmal hier links durchfahren. Das soll aber wieder zugemacht werden. Das ist schon Alleingang unserer Verkehrssenatorin, wo sogar unsere regierende Bürgermeister jetzt leicht angesäuert reagiert hat. Denn das ist nicht abgestimmt worden mit dem Senat. Man hat also da nicht drüber debattiert. Da möchte sie aber gerne jetzt dauerhaft eine Fußgängerzone draus machen. Es war ja anderthalb Jahre hier so ein Probelauf und das kam nicht so richtig gut an eigentlich. Also man muss wissen, dass hier die Händler dagegen protestiert haben, weil die Lieferanten nicht mehr richtig zu ihnen kamen. Man hatte dann so Kugelkübel und so ein paar Sitzbänke aufgestellt, aber in der Mitte ging ein Radweg entlang. Das hat sich dann zu so einer Rennstrecke entwickelt für die Fahrradfahrer. Die Fußgänger fühlten sich also auch nicht besonders wohl. Und dann hat eine Weinhändlerin geklagt. Und die hat von dem Verwaltungsgericht Recht bekommen, sodass Ende November, kurz vor Weihnachten, dann also die Friedrichstraße wieder für den Verkehr geöffnet werden musste. Also alles, was da an Hindernissen war, musste alles weg. Aber unsere Verkehrssenatorin gibt sich nicht geschlagen, ganz im Gegenteil. Sie hat gemeint, ja, das war ja vielleicht wirklich nicht so toll mit dem Radweg in der Mitte. Jetzt hat sie die Parallelstraße zur Radstraße erklärt. Die ist also jetzt für den Durchgangsverkehr auch gesperrt für die Anwohner. Und die Friedrichstraße soll nun also ab Montag wieder zugemacht werden. Und dann wird das wieder eine Fußgängerzone. Und diesmal hofft sie eben das Gerichtsfest. Das ist so das, worauf sie hofft, dass das nicht nochmal dann dagegen geklagt werden kann. Aber es ist jetzt schon eine Sammelklage vorbereitet worden, die also ganz schnell jetzt eingereicht wurde. Mal schauen, wie dieses Theater. Ja, das hier auf der linken Seite, der Abschlag, da hängt noch zusammen mit dieser russischen Botschaft links nach dem Überfall auf die ukrainische Mauer. So, im Moment, ich sehe gerade, es ist erstaunlicherweise da wirklich erst ein Bus da links. Deshalb nehmen wir die Gelegenheit wahr und fahren da jetzt mal vor die Kollegen hier mit dem Blümchen auf dem Bus und halten da an. Und dann machen wir hier gleich erstmal eine kleine Pause. Ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber die Gelegenheit mit dem Parkplatz, die müssen wir einfach wahrnehmen. Ja, dann haben wir vor uns den Pariser Platz. Das ist natürlich das berühmte Brandenburger Tor. Das ist ja quasi, man könnte sagen, so das Symbol für die Wiedervereinigung. Denn früher kam man nicht an das Tor heran. Weder von der einen noch von der anderen Seite. Also hier vor uns, muss man sich vorstellen, war ein Zaun. Da war dann die Welt für die DDR-Bewohner zu Ende. Und dahinter hatten nur die Grenztruppen Zutritt. Und das war wirklich freies Schussfeld, denn es gab keine Gebäude, nur das Tor stand dort einsam und alleine. Und auf der Ecke dahinter, da war dann also die Mauer in gewissem Abstand, die niedriger war als anderswo, aber wesentlich dicker. Und deshalb gab es diese berühmten Fotos von der ersten Silvesternacht, dass man nämlich direkt davor dann quasi da drauf sitzen konnte. Das war also an anderen Stellen nicht möglich, nur direkt vor dem Brandenburger Tor. War die Mauer niedriger. So, wir machen mal Folgendes. Wir werden mal gucken. Ja, ich frage den mal, ob er vielleicht doch noch mal ein Stückchen zurücksetzt. Ansonsten sind wir zu nah hier an der Linienhaltestelle. Wir wollen uns ja kein Ärger einhandeln. So, zum Brandenburger Tor selbst. Das Tor ist erbaut worden 1788 bis 91.
und sieht ein bisschen aus wie der Eingang zur Akropolis. Das heißt also, das sind die Probleme von Athen so ein bisschen nachempfunden. Und oben auf dem Tor steht natürlich dann auch noch die berühmte Quadriga, die Napoleon so begeisterte, dass er die mitnahm nach Paris. Das war keine Kleinigkeit, die musste erstmal in Einzelteile zerlegt werden, wurde in Kisten verpackt und dann ging es mit Pferd und Wagen oder Ochsenkarren auch über Wasserwege bis nach Paris. Das war eine ganz schöne Aktion. 7 Jahre später hat Marschall Blücher sie wieder zurückgeholt und daher nennen wir sie auch die Retourkutsche. So, jetzt kann man sich das Ganze mal selbst anschauen, einmal hinlaufen, vielleicht mal durchgehen durchs Tor. Man kommt dann vorbei, auch hier gleich am Hotel Adlon, direkt hinter uns auf der Ecke. Luxushotel 5 Sterne plus, ne, ist berühmt und wurde wieder aufgebaut 95 bis 97. So, falls Sie ein öffentliches WC suchen, die sind immer rar gesät in Berlin, aber hier im Café Lebensart, die sind sehr freundlich. Da kam schon mal eine Kellnerin raus und hat gesagt, also wenn Sie möchten, Sie dürfen Ihren Gästen sagen, die dürfen bei uns die Toilette nutzen, natürlich gegen eine kleine Bezahlung, aber das finde ich schon sehr nett, weil die meisten bieten sowas nicht an. So, okay, dann machen wir jetzt hier eine kleine Pause. Es ist jetzt ziemlich genau 10. Ja? Ich würde sagen, 20 nach starten wir hier wieder. Haben wir 20 Minuten mal für so einen kleinen Spaziergang Richtung Brandenburger Tor. Und danach geht es dann weiter durchs Regierungsviertel durch. Dankeschön fürs Zuhören schon mal. 20 nach. 20 nach? Wie viel Uhr dann ist 20 nach? 20 nach 10. Nach 10? Und jetzt wie viel Uhr? 10. 10? Ja, das mit. Doch, aber... Wo soll man denn hin? Das ist nur 20? Vom Brandenburger Tor, da ist das direkt da hinten. Oder? Ja. Der paar Bedürfen, ha? Bedürfen, ha? 102 Euro, oder was, ne? Ja. Ups. Aber den Gorn, ha? Hier ist die Heimatin. Hätt ihr mal eine Schuppe getrunken, oder was? Seid ihr krank? Weil ich warte immer, bis ihr trinkt, dann hol ich mehr. Ah, da kriegst du das auch mehr. Das habe ich nicht erst. Ja, siehst du. Ja, wir haben gleich einen Angriff. Ja, leben auch bei Gorn, ha? Nein. Ich trinke halt kein Bier. Was trinkst du, Sekt? Und ich bricht dir so weit kaputt. Ich laut bringt ihn nicht mehr. Das war schon kaputt, die Brücke. Hat er noch bei Gott, nachher, du sagst noch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ist auf, ne? Also 10 Uhr auf, ne? Die Apotheke, oder? Ah ja. Eine Apotheke. So sieht's ja mal aus. Nachher, ja. Ja, paar Dönen lob, ne? Paar Dönen. Unter den Linken. Das ist ein Sandneu, ne? Ein Sandneu, ne? Da, oder? Also ich war es auch schon. Ja. Ah, ich habe bei Du, ne? Und nachher, ne? Land und der Kälte. Ich habe bei den. Also rot. Aber trotzdem kann man laufen. Ja, hier kann ja wohl keiner durchfahren, oder? Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Das geht nicht. Ich weiß zwar nicht warum. Komm. พาไปเดินก่อนนะคะพาไปเดินก่อนนะจะสั้นๆหน่อยนะคะพาไปดูนะคะพาไปดูอากาศเย็นๆนะคะอากาศเย็นหน่อยนะใครเนาะใครมาเนาะสวัสดีนะคะมองไม่เห็นคอมเมนต์เด้อเมืองเบอร์ลินฮะ
festhalten. Bitte? Alles festhalten. Ja, ja, habe ich. Das ist doch das berühmte Band. Ja, mal her, nachher, tun nie. ตรงนี้คนจะเยอะมากเลยเนี่ยใครเข้ามาใครไม่มานี่เมื่อกี้ก็เห็นไอ้นี่อยู่เยอะมากนะคนเยอะคนเยอะมาดูคนผู้คนฮะเยอะมากYa. Wah, mana suasun? Ni, pah, mah, duduk ni, nak? Hah? Amak, amak tas. Ni, nak? Mah, duduk ni.ถ้าใครมาไม่ถึงตรงนี้ก็คือไม่มาถึงเบอร์ลินนะคะวิสุโฟต์มาสอยสมัครกันโอ้ดัสยากันเอาสบายเบกคอมสมัครฟอร์ดิชใครเข้ามานะมองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะมองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะมาดูตรงนี้แล้วก็ถึงได้กลับโยมักเสด็จฟอร์มิชWhat? Oh, I'm so nah. Nee, so. Muss mal lachen. Nicht so nah. Ich wollte gerne tanzen. Warum so nah? Hast du das? Zeig mir mal.โอเคนะคะใครเคยเห็นบ้างคะนี่เมืองเบอร์ลินนะคะเดี๋ยวก็จะได้กลับไปที่รถบัสแล้วนะคะไอชับนอนิดโฟตัวกับมาไฮซูเฟสเฟสไซด์ Ja und Was ist denn jetzt Oh Komm so ein Quatsch hier Ich mach so ein Quatschโอเคนะคะขอบคุณนะคะใครเข้ามาบ้างนะคะเนี่ยเจ็ดสลานดวงใจนะคะมาชมเมืองเบอร์ลินนะคะเนี่ยนะถ้าใครไม่อยู่ตรงนี้นี่ไม่รู้นะเนี่ยรู้คนนะคะคนเยอะนะคะหลายต่างประเทศต่างจังหวัดมาที่นี่นะคะ
ตรงนู้นจะเป็นที่แบบมีม้าเขาเรียกว่าอะไรนะนี่นะหนุ่มสุโขทัยใช่ไหมคะเนี่ยหนูมองเห็นนะหนุ่มอ๋อหนูต้องไปแต้มนี้ถึงจะเห็นอะหนูแต้มถึงจะเห็นคอมเมนต์อะสวัสดีนะคะพี่ช้างวิโก้หนูต้องแต้มก่อนถึงจะเห็นนะพี่หนุ่มสุโขทัยหนุ่มพเนจรแล้วกันนะใครมาบ้างนอกนะคุณยาวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่เคนนะหนูต้องเต็มหนูต้องกดตรงที่โทรศัพท์แล้วถึงจะเห็นอะนักลบสวัสดีนะคะนักลบอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแต่ก็โอเคไม่หนาวเท่าไหร่ตึกใหญ่อลังการใช่ค่ะใช่ค่ะตำรวจเยอรมันไม่ค่อยเห็นค่ะนานๆโผล่มาทีเนาะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามานะคะเซนชื่นนิ่มนวลนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาบ้างเดี๋ยวหนูต้องกดเข้าไปดูก่อนเด้อสวัสดีนะไลฟ์สไตล์สมศรีน้องส้มนะคะน้องส้มมีใครอีกนะ7คนหรือว่าไปกันหมดแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนนะเข้าไปดูเราต้องแตะไอ้นี่ก่อนนะคะเราได้กลับไปที่รถแล้วนะ27นาทีแล้วอีกสักสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านนะพี่ชื่นนิ่มนวลเคนนะแล้วใครอีกเนาะแต่ก่อนหนูดูก่อนโอเคเดี๋ยวหนูต้องเต้มดูหนูถึงจะรู้ว่าเมื่อกี้หนูไม่รู้ว่าเป็นใครนะคือเมื่อกี้มันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ไงหนูถึงถ้าหนูไม่เต้มนี่ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะอีก3นาทีขออนุญาตลงนะคะ3นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยจะมาเดี๋ยวพาไปซื้อของใหม่นะคะนี่อันนี้ให้ดูตรงนี้นะคะรถตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็กลับไปที่รถแล้วนะคะอีก3นาทีนะคะขยายก่อนนี่เหมือนเดิมนะคะแก่แล้วลุงยาวลุงยาวแก่ใช่ไหมหรือว่าหนูหนูแก่เหรอยอมรับเลยว่าแก่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องเดินไปหาที่รถบัสนะคะเดินไปก็พอดีเลยนะคะสวยงามมาแล้วคนเยอะนะเนี่ยตรงนู้นเขาก็เป็นทัวร์อีกทัวร์หนึ่งค่ะทัวร์เดินไปหาที่รถก็พอดีนะคะใครอยากเห็นมั่งใหญ่ๆนะของชาติเยอรมันชาติเยอรมันนะพอดีเดินไปถึงพอดีเลยนู่นนะคะเขาต่างประเทศมานะคะต่างประเทศอันนี้2คนตายายนี่ก็มาที่เดียวกันนิสัยดีนะนิสัยดี2คนเดินไปที่รถแล้วนะแท็กซี่ค่ะใครจะไปแท็กซี่โอเคนะอีก1นาทีขออนุญาตลงค่ะอันนี้โรงแรมค่ะแรมก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแรมดูสิใครมามากสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีนะคะที่แวะมาหนูต้องเต้มดูนะไม่มีใครบ้างหนูต้องเต้มดูนะหนูว่าจะลงเนี่ยลงจะลงพอดีเลยนะลงพอดีเลยลงตามไม่ดีโอเคนะคะเจอกันใหม่นะคะในไลน์หน้านะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย